Hey, hey, heute Crown Wars The Black Prince, Episode 1, neues Spiel, neue Kampagne. Wir sind im Hundertjährigen Krieg in Frankreich unterwegs, übernehmen nach einem Überfall auf ein geheimes Treffen der Bruderschaft das Anwesen unserer Familie. Aus unserem Anwesen schicken wir Kampfgruppen von 4 bis 6 Söldnern aus, um die Bevölkerung Frankreichs zu verteidigen und den okkulten Orden zu bekämpfen. Das Ganze passiert im Kampf rundenbasiert und unsere Kampfgruppen haben auf der großen Karte Reisezeit zu den Missionen und wieder von den Missionen zurück und sind so lange nicht einsatzbereit. Für uns. Es gibt feste Story-Missionen und Nebenmissionen, die ein Zeitlimit haben und nicht immer verfügbar sind. Kurz zum Organisatorischen: geplant sind 2 bis 3 Episoden pro Woche ab nächstem Montag. Das Spiel ist in 5 Kapitel eingeteilt, wobei Kapitel 1 das Tutorial ist, in dem wir alle Gebäude im Anwesen freischalten, und Kapitel 2 unser Aufbaukapitel ist, wo wir unser Anwesen dann groß und gemütlich machen. Ab Kapitel 3 läuft der Untergangstimer und es wird Pflichtmissionen gegen den okkulten Orden geben, ansonsten verlieren wir die Kampagne. Ich werde wie in War Tales oder auch Battle Brothers Tipps und Hinweise einwerfen, bin natürlich selbst auch für Tipps in den Kommentaren offen. Es gibt Timestamps, ihr könnt also bestimmte Sachen, sowie die historische Einordnung, die jetzt folgt, überspringen. Und es wird eine Playlist mit allen Episoden geben. Außerdem ist in der Beschreibung ein Link zur Steam-Shop-Seite, falls ihr euch das Spiel selbst zulegen wollt. Bevor wir jetzt also mit der Kampagne auf höchster Schwierigkeit anfangen, würde ich die Sache gerne, wie eben erwähnt, historisch einordnen. Einfach nur, weil es mich interessiert und ich hoffe, dass es auch ein paar von euch interessiert. Keine Angst, das kommt später alles im Test dran. Crown Wars The Black Prince spielt im Hundertjährigen Krieg mit einigen dazugepackten Fantasy-Elementen, zum Beispiel den Zauberern vom okkulten Orden. Der Hundertjährige Krieg fand zwischen 1337 und 1454 statt, ist also 116 Jahre lang. Das sind 16 Grad des Jahres, mit denen ihr machen könnt, was immer ihr wollt. Die ganze Sache fing im Prinzip schon 1328 damit an, dass der französische König ohne männlichen Erben gestorben ist. Die französischen Adligen entscheiden sich also für den Cousin des Königs. Soweit so gut, wäre da nicht der König von England, der auch in der Familie mit drin hängt, was damals vollkommen normal war. Er erwähnt kurz, dass er ja auch König von Frankreich werden könnte, wenn er das wollte, aber das nimmt zu der Zeit niemand so richtig ernst. Bis 1336 ist dann soweit auch alles in Ordnung. Frankreich und England haben sogar einen Kreuzzug zusammen geplant, was man halt zu der Zeit so in seiner Freizeit gemacht hat. Jetzt kommt es in Frankreich aber zu einer Situation, in der sich ein wichtiger Adliger bei der Erbreihenfolge von einem Herzogtum übergangen fühlt und der französische König ihm da nicht helfen will. Der Kerl flüchtet also an den englischen Hof. Das findet man in Frankreich gar nicht so lustig, weil der wichtige Adlige nämlich vorher der Berater des französischen Königs war und auch ein enger Freund des Königs. Der weiß also ziemlich viel und kann da sicher das ein oder andere preisgeben in England. Frankreich bittet England also in seiner Rolle als französischer Vasall, weil der englische König gleichzeitig ein französischer Herzog ist, das war auch vollkommen normal, den politischen Flüchtling auszuliefern. England weigert sich da und das französische Herzogtum des englischen Königs wird mit Waffengewalt eingenommen und der Mann ist ab sofort kein französischer Herzog mehr. Jetzt geht's ziemlich schnell. Frankreich erklärt England den Krieg, weil England ein untreuer Vasall ist, und der englische König ruft sich selbst zum König von Frankreich aus und erklärt dem unrechtmäßigen französischen König den Krieg. Das sind im Prinzip auch die beiden Seiten von der Story, die bis ganz zum Schluss stehen bleiben. Es ging die ganze Zeit darum, dass Frankreich behauptet hat, England wäre ein schlechter Vasall. Und England hat gesagt, hey, unser König ist auch gleichzeitig der König von Frankreich. Wilde Nummer. Wir springen jetzt vor bis 1355. Der Sohn des englischen Königs, der Schwarze Prinz, Titel vom Spiel und so, führt eine Invasionsstreitmacht in der Normandie an und nimmt den aktuellen französischen König dort gefangen. Das Land stürzt also ins Chaos, überall wird gekämpft und die Bevölkerung leidet. Hier fangen wir jetzt mit dem Spiel an. Gut, fangen wir an, da stellen wir eine neue Kampagne. Spielen, höchste Schwierigkeit, Baron, bedeutet im Endeffekt nur, dass die Gegner stärker sind und dass unsere Söldner nur in einem Kampf fallen können. Wenn die im nächsten Kampf nochmal fallen, sind die für immer weg. Ich drücke auf Starten, dann kriegen wir nochmal ein bisschen Story erzählt und wir klickern uns durchs Tutorial. Solange bin ich erstmal still. Many historians have recounted this war between France and England, but not all facts have been told. Poitiers, 1356. After fighting to complete exhaustion, the King of France, John II, is defeated. The King of England's son, the Black Prince, takes him as a prisoner.
For more than 20 years, the royal houses had been fighting for the crown of the most powerful kingdom in the Occidental world. It was a war of chivalry, kings and princes. A war between families, rival houses, and cousins. A war fought according to the conventions of feudalism. But with neither side willing to kneel to the other, the war became a costly endeavor, attracting the most bloodthirsty of mercenaries. And in the shadows, there were those who resorted to unspeakable methods, exploring mystical powers involving the occult. In the midst of this turmoil, with chaos reigning all round, a group of compassionate men and women gathered in secret to fight an insidious threat, more horrifying than the war itself. Da sind wir, das Tutorial-Intro. Bin ich jetzt auch ein Historiker, weil ich euch eben gerade kurz den 100-jährigen Krieg zusammengefasst habe, zumindest den Anfang. Thank you, my dear brothers and sisters, for having come from so das hier sind die vier Köpfe von den großen Familien, die die Bruderschaft ausmachen. It's true. The King of France has been defeated. Und eins von diesen vier Häusern übernehmen wir dann gleich. Wahrscheinlich das blaue übrigens. Of course, but that's not why the council has gathered here today. Nee, ihr habt euch da versammelt, damit ihr alle zusammen sterben könnt. Ihr seid behumst worden. Are we under attack? We must prepare for the worst. The Brotherhood's documents are of the utmost importance. We mustn't let anyone get hold of them. Wenigstens der Typ in der Rüstung, hätte sich doch ein Schwert besorgen können oder so. Die Lady da draußen ein paar Witcher-Fiolen umgeschnallt. Die stehen da einfach alle unbewaffnet. Und jetzt kommt dieser Typ da rein. Der sein Helmvisier verloren hat und sich da einfach so ein Stück Leder drüber gezogen hat. Jetzt sehen wir, glaube ich, unseren ersten Execute. Davon eine ganze Menge im Spiel, die alle ziemlich saftig sind. Good God, what's happening? Sire, we must leave right away. We are under heavy attack. We can't flee and leave our documents here. We should send a message to warn Nicholas. We can't risk being captured. Nicholas ist dann der Typ, der uns gleich weiterhilft. We must burn our documents. We cannot let ourselves be captured. Ihr könntet ja auch einfach gewinnen. Habt ihr nur vier Leute in eurer Burg? We need to buy ourselves time. Very well. We'll meet again before God. Die Sache mit den Crusadern ist gar nicht so unrealistisch. Zu der Zeit waren ganzen Haufen Kreuzzüge gewesen. Da einen Veteran von dem Kreuzzug zu finden als Söldner macht vollkommen Sinn. Ich sehe also zumindest die Ausrüstung ist historisch ziemlich korrekt. Da habe ich bis jetzt, außer jetzt speziell beim Beastmaster, weniger auszusetzen gehabt. Ja, klicken wir uns kurz durchs Tutorial. Ich muss hier großartig nichts zu erklären. Es gibt schon einen ersten Eindruck zu dem Spiel auf dem Kanal. Da rede ich schon mal über viele Sachen. Ihr habt drei Aktionspunkte. Einen zum Bewegen, zwei zum Kämpfen. Ihr könnt euch auch mit drei Aktionspunkten bewegen. Aber so Sachen wie Positionsvorteile und sowas, da kümmern wir uns heute noch nicht drum. Wir vernichten erstmal diesen netten Kerl hier. Autsch. Schöner kleiner Kriegshammer, zweihändig. Kein gigantisch großer Kopf wie in einem Warhammer-Spiel oder so. Alles gut gemacht. Genau, wir können den Kampfstil ändern beim Crusader. Lohnt sich jetzt natürlich erstmal nicht, weil wir sind ja fertig mit unserer Runde. Oh nein, ein Bogenschütze. Ist gar nicht, ist ein Alchemist, glaube ich. Der hat die Federn an den Schultern. Das sind dann alles Sachen, da kommen wir dann dazu, wenn wir wirklich spielen, was die Klassen alle einzeln können und so. Also auch die gegnerischen Klassen. Gegner haben ja auch Klassen. Es gibt verschiedene Fraktionen, die verschiedene Einheiten benutzen. Ah, der Kerl da ist kein Bogenschütze, sondern ein Alchemist. Der hat ja auch die Klamotten an, der hat die Brandnarbe im Gesicht. Doggo! Ja, und der Beastmaster. Von der Ausrüstung her definitiv nicht unbedingt meine liebste Klasse. Der ist komplett voller Knochen und Schrott. Erinnert mich ein bisschen an die Leute aus War Tales, die im Sumpf leben. Die sehen ja auch so ähnlich aus. Ich weiß nicht, was die Franzosen mit so Leuten haben, die sich in Tierknochen anziehen. Na dann. Du musst laufen. Das heißt, Dorgo, du schnappst dir den da. Einmal umreißen, bitte. Der graue Punkt unten drunter bedeutet, dass der Gegner Rüstung hat. Heißt, der ignoriert immer einen Punkt Schaden. Was hast du denn so für uns dabei? Abgestimmter Angriff ist sehr stark. Markierung auch. Also die haben hier am Anfang ein bisschen Fähigkeiten. Das zieht sich aber nicht weiter durch.
Also unsere neuen Söldner, die wir gleich bekommen, sind alle Stufe 1. Crunch! Ich bin nicht mehr sicher, ob wir überhaupt einen Warhammer mitnehmen. Dann wahrscheinlich spielen wir eben mit Zweihandschwertern. Da muss man noch schauen. Das ist wirklich ein bisschen knifflig, weil man hier Waffen und Rüstungen halt verbessert. Und je mehr Waffen man im Prinzip benutzt, desto mehr Verbesserungen muss man sich ja kaufen. Es wird also teurer dadurch. Wir schauen natürlich, dass wir die Leute ein bisschen zusammenhalten. Damit die auch alle zusammen kämpfen können, wenn es losgeht. Und etwa gleich viele Aktionspunkte haben. Macht ja sonst wenig Sinn. Der kann ein Stück weiterlaufen, weil der kein Schutzschild hat. Na gut. Ja, wir gehen trotzdem nochmal eins weiter vor. Ach, bis dahin hätte gereicht. Toll. Gut, wir kriegen jetzt die restlichen Söldner ins Squad. Ich denke immer noch, dass ein Beastmaster zwei Slots haben sollte, anstatt nur einen. Der Beastmaster ist schrecklich OP, da reden wir wahrscheinlich nächste Episode erstmal drüber. Hört mal ein bisschen gemütlich Einstieg, geht erst nächste Woche dann richtig los. Für die Pestmasken will ich auch nicht großartig was sagen. Die sind, glaube ich, mit Abstand der größte Anachronismus, den das Spiel hier zu bieten hat. Die kamen nämlich sehr viel später erst im Einsatz. So, wir haben einen Alchemisten mit einer Armbrust. Wir haben hier drüben einen Schinder mit einem Bogen. Schinder sind quasi die echten Bogenschützen. Wir haben hier ganz tolle Sachen. Wenn man sich bewegt, dann zeigt das Spiel einem genau an, auf wie man schießen kann von da. Super gemacht. So, unser Alchemist kann alchemische Sprengung. Damit können wir die definitiv alle treffen, wenn der Typ hier runterkommt. Er kann zweimal heilen. Der hat eine Säure und eine Feuerflasche mit dabei. Das können wir alles benutzen. Der schließt sich nur ein Tutorial. Wer von denen brennt? So, 4 Punkte Feuerschaden. 4 Punkte Feuerschaden. 4 Punkte Feuerschaden. Das heißt, sie sind alle tot, ja? Cool. Auch Fernkampfwaffen haben Hinrichtungsanimationen. Sehr coole sogar. Problem ist, sie haben die nicht im Fernkampf, glaube ich, sondern nur im Nahkampf. Finde ich auch ein bisschen schräg in dem Spiel. Also, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, dass man im Nahkampf irgendwie großartig Nachteile hätte, wenn man mit einer Fernkampfwaffe kämpft. Die ziehen dann zwar einfach die Bolzen und die Pfeile und versuchen, Leute damit abzustechen. Bisschen fiddlig, das Ganze. Dann erschießen wir den da noch, weil ich dem Spiel nicht so ganz traue, dass es mir hier die richtigen Informationen gibt. Der hat nur einen blauen und einen gelben. Das heißt, er kann nur bis nach da laufen und noch weiter kämpfen. Dann können wir ruhig auf den warten. Er ist verbrannt, so wie es vorgesehen war. Na dann schicken wir den Hund hin, denn ich glaube, Hunde können durch die Zonen durchlaufen. Das sind die agilen Companions, die Bären sind zum Tanken. Ich wollte eigentlich, dass er den angreift, damit wir den Bonus von dem Bestienbändiger benutzen können. Der hat nämlich Teamarbeit. Aber wenn die Sache dann sowieso schon gelaufen ist... Just warming up. Ja, ne? Gut, das war ein Combo-Execute aus dem Dolch und der Axt. Wir müssen die Main Gate zerstören. Ja, die Feinde sind schnell gathering. Ich sah sie von den Rooftops. Ich mag die Alchemisten, definitiv meine Lieblingsklasse in dem Spiel, deshalb spielen wir gleich das Alchemistenhaus. Ich habe einfach richtig viele coole Sachen mit dabei, die haben Zugriff auf ein paar nette Waffen. Die machen richtig Spaß, die Jungs. Gut, gehen wir alle taktisch in Position, einmal hier hoch. Wir haben noch 3 Züge, wir können aber definitiv Säure- und Feuerflächen benutzen, ist ja total egal. Ist ja alles nicht unser Zeug. Und die beiden brennen. Heißt, wir dich dahin schleppen. Und du wirfst uns ein paar Krähenfüße auf die Leute hier. Sollten die beiden da auf jeden Fall sterben, okay? Ja, wenn die beide 4 Punkte Schaden nehmen, sind die tot. Dann erschießen wir den Mann. Du hast noch Punkte. Und dann schicken wir unseren Crusader darunter und bringen die Sache zu Ende. Genau, der kann da nicht durch, ja, der Hund müsste das laufen können, weil der Hund nämlich keinen Schaden von Gelegenheitsangriffen nimmt. Dip. So, 5 bis 9, wenn du während des Zuges Schaden erlitten hast.
5 bis 9 hat ihr also nicht. Na gut. Bock. Uff. Die hat ganz schön viele Leute weggecrunched, die Lady. Übrigens sehr auffällig, dass sie keine Bubi-Rüstung anhat, sondern tatsächlich einfach nur eine ganz normale Ritterrüstung. Sehr vernünftig von dem Spiel. Ready when you are. Ja, wir sind fertig, denke ich. Die zwei da verbrennen. Und dann kommt die nächste Cutscene. Easy. Let's hope our brothers and sisters of the council had enough time. Regardless, we must continue until the very end if we must. Alter, die vier sind bereit zu sterben. Das kriege ich hin. Gebt mir einfach Kontrolle über die Gegner und dann regel ich das für euch. Die Handvoll Leute. Es ist soweit. Wir müssen unseren Turm in die Luft sprengen. Hat die da dabei gehabt? Nitroglycerin? Die vier so, okay, wir kommen wohl nicht mehr nach Hause. Keine Zeit mehr, um noch Käse zu shoppen da im Hintergrund. Das kriege ich hin. Gebt mir einfach Kontrolle über die Leute. Boah, Title Drop. Crown Wars, The Black Prince. Wuhu. Wir können uns jetzt ein Haus aussuchen. Haus Morverac, entschuldigt mein Französisch. Da bekommen wir einen Alchemisten. Wir haben eine +1 Armbrust am Anfang und wir kriegen Heilung und Gegengift. Es ist eine Wissenschaftsfamilie. Hier steht, auf Wissen vertrauen wir. Wir werden das Logo wahrscheinlich tauschen. Ich würde gerne in grün-gelb spielen. Wir haben Valentin. Die fangen mit einem Bogenschützen an und +1 Bogen. Fangen mit Heilung und verschiedenen Pfeilen an. La Rosin, schätze ich, soll das heißen. Die fangen mit einem Kreuzritter an, +1 Zweihandschwert und verstärkte Rüstung. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Die könnte man auch spielen, denke ich. Und Eguira, uff, französisch, ja? Ein Bestienbändiger mit Bär. Verstärkte Axt finde ich extrem schlecht, weil... 5-mal Balsam, Bandagen und Salbe. Die Not vereint. Ja, wir werden Morverac spielen. Auswählen. Passe dein Familienwappen an. Das können wir jetzt schon direkt machen. Das ist cool. Ich würde gerne zumindest die Farbe tauschen, wenn es erstmal sonst nichts ist. Ich würde nämlich gerne das Grün hier spielen. Und ich hätte gern, dass das Wappen ein geschmeidiges Gelb ist oder sowas hier in Richtung Gold. Ihr wisst, was ich meine. Das sieht besser aus. Wappen müssen wir durchschauen. Muss ich selber nochmal gucken. Wir können jetzt natürlich keinen Bären draufkleben und hier so einen hässlichen Fisch. Wir könnten ganz klassisch irgendwie ein Kreuz nehmen, aber die Sonne da ist ganz cool. Erinnert mich ein bisschen an Nilfgaard. Hier gibt es noch mehr coole Sonnen. Ich denke, wir nehmen erstmal die. Was haben wir denn sonst noch für Optionen hier? Ah, natürlich, ein zorniger Vogel. Drei Wölfe, die an der Hüfte zusammengewachsen sind. Zwei dusselig aussehende Löwen. Der Kerl, ihr seid Mist mit aber einfach zwei Speere. Kann ich zwei Armbrüste kriegen, gekreuzte? Ach, Klassiker. Wo ist denn unser Bundesadler wie aus War Tales? Ne, wir nehmen die Sonne. Kann ich hier irgendwie ein Doppelmuster nehmen? Das da hätte ich gern. Dann machen wir hier drüben ein ähnliches Grün hin. Ich hätte gesagt eins dunkler. Das gefällt mir. Fortfahren. Das ist jetzt das Wappen vom Haus Morverac. Los geht's. Wähle eine Familie. Ja, ja, genau. Wir hätten gerne... Ja, wir bekommen die anderen Sachen aber trotzdem. Also wir bekommen auch Belohnungen von den anderen Häusern. Da müssen wir halt nur Missionen für spielen dann. The head of your family dies a sudden and violent death, while France, in its defeat, plunges into civil war. With your family ruined, fate forces you to flee your lands and wander the roads in exile. But don't lose hope. I'm offering you a new start, a small and secluded domain within the kingdom. For now, you need only know that I was a friend of the head of your family, and my name is Nicholas. Nicholas ist der Beste. Das ist die Domäne deiner Familie. Schön. Kannst deine Domäne verbessern? Ja, ja, ich weiß. Hier könnt ihr oben sehen, wir haben Gold, Metall, Leder und Holz, Handwerkermeister und Gruppen von Söldnern. Es ist Tag 2 im Monat 4 im Jahr 1, also quasi der 2. April.
Ja, hier machen wir jetzt erstmal großartig nichts, weil es noch nichts gibt. Es gibt aktuell den Rittersaal. Ihr könnt hier oben sehen, wir brauchen verschiedene Upgrades, um den Rittersaal verbessern zu können. Dann können wir mehr Gruppen kriegen und größere Gruppen. Hier gibt es die Gedenkstätte für tote Söldner. Wir können unser Wappen bearbeiten. Wir können uns den Kodex durchlesen, der das ganze Spiel ein bisschen in Kontext setzt. Und wir können von da aus auf die große Karte. Hier in der Kaserne wohnen unsere Söldner. Da machen die dann noch alle Pause. Die müssen sich wirklich lange, lange, lange heilen in dem Spiel hier, weshalb wir relativ viele Söldner brauchen werden. Hier oben kann man neue Gefährten anheuern, anscheinend noch nicht vor der ersten Mission. Die werdet ihr alle so nicht wiedersehen, wie die hier sind. Es haben sich im Discord relativ viele Leute gemeldet und ich habe sehr viele War Tales und Battle Brothers Charaktere übernommen. Die werden also alle umbenannt und werden das nächste Mal komplett anders aussehen. Wenn ihr selbst auch noch mit dabei sein wollt, könnt ihr es hier unten jetzt auch gerne in die Kommentare packen von Episode 1. Ich nehme noch nicht allzu weit vor auf. Es kann also sein, dass es ein Sekündchen dauert, bis ihr drin seid, aber... So, wir schließen jetzt erstmal die Schlacht Morverax Lösegeld ab. Dafür wollen wir hier unten auf die Karte von Frankreich. So, Zeit vertreiben, Figuren, Gruppen aussenden. Ja, ja, ich weiß. So, hier ist die Karte von Frankreich. Hier unten ist Spanien. Ha? Hier ist, genau, Frankreich. Alles in Ordnung, würde ich sagen. Dann, genau, das ist eine Story-Mission. Das erkennt man an dem Wappen und dem großen Schwert. Dafür bekommen wir 800 Gold, 200 Eisen, Leder und Holz. Und die Mission ist immer verfügbar. Das wird dann hier später alles komplett vollgepackt und wir müssen dann hier rum und das seht ihr dann ja aber. Ich würde mal die Kerze da tauschen, die brennt schon ziemlich niedrig und wenn die umfällt und auf die Karte saut, das will doch niemand. Deine Blutlinie stirbt aus. Dein letzter Erbe, Hugo von Montverac, wurde gefangen genommen. Die Verantwortlichen fordern ein Lösegeld. Wir müssen ihn um jeden Preis befreien. Konfrontiere die Geiselnehmer. Reisezeit 2 Tage. Gefährten aussenden. Na dann, wir schicken einen Armbrustschützen. Wir schicken den Mann mit dem Bären, schätze ich. Und dann hätte ich gerne einen Crusader und einen Duellisten mit dazu. Lassen und sowas machen wir dann auch, wenn die das nächste Mal alle ordentlich sind. Im Endeffekt müsst ihr nur wissen, Alchemisten sind Support-Einheiten. Die Bestienmeister sind tatsächlich sehr starke Damage-Dealer. Und glaube ich, die einzige Klasse, die Zugriff auf Nah- und Fernkampfwaffen hat, wenn die das wollen. Crusader sind Tanks oder Zweihandwaffenspezialisten. Duellisten sind wie so eine Art Schurke, also die können sich weit bewegen und können so ziemlich alle Waffen benutzen, die es im Spiel gibt. Und Schinder sind ganz klassische Bogenschützen. Na gut, wir müssen kurz an die Ausrüstung dran. Machen wir gleich anscheinend. Fortfahren. Unser Alchemist bekommt... gute Frage. Nochmal 2x Heilung mit dazu. Macht ihr unseren Support. Dann können wir beim Alchemisten noch die Flaschen tauschen, die der mitbringt. Genau, der bringt einmal Feuer und Heilung mit aktuell. 3 bis 5 mit +4. Das wird sich aber schon lohnen. Ja, wir lassen eine Feuerflasche drin. Ihr müsst dazu wissen, dass die Heilung in dem Spiel hier nicht temporär ist. Bedeutet, wenn einer von euren Söldnern verletzt wird und ihr heilt den in der Mission, zählt das zu dem seiner Gesamtgesundheit. Das ist nicht temporäre Gesundheit oder sowas. Heißt, wenn jemand auf einem Punkt HP ist und ihr heilt ihn wieder komplett voll, dann kommt er mit 100 HP aus der Runde raus. Hast du gerade deine Armbrust, das Schulterstück auf deine Schulter oben drauf gepackt? Da wollen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Wir können kurz über die Stats drüber gehen. Kraft bedeutet, wie viel Schaden die Fähigkeiten verursachen. Genauigkeit ist Genauigkeit, Crit ist Crit, Reflexe ist Ausweichen oder Parieren, je nachdem, was die Leute halt so anhaben. Willensstärke ist Debuffs widerstehen und Bewegung ist Bewegung. Hier unten genauso Armbrust, Schaden, Reichweite, Bewegung, alles nichts Spannendes oder Neues. Hier ist das Skilltree, sieht ziemlich leer aus. Und hier sind die verfügbaren Waffen. Die Armbrüste machen sehr konsistenten Schaden, könnt ihr sehen, 5 bis 8. Der Bogen ist auf Crit und macht sehr wilden Schaden. Das kann entweder sehr enttäuschend ausfallen oder extrem hoch. Deshalb werden wir eher mit Armbrüsten spielen als mit Bögen. Kann sein, dass wir einen Bogenschützen als Schinder mitnehmen, aber da wollte ich eigentlich eher in Richtung Wurfäxte gehen. Du, mein Freund mit dem Bären. Ich müsste mal kurz auf meine Liste schauen, aber aktuell denke ich, bekommt der Typ, der den Bären hat, auch eine Armbrust.
Ansonsten würde ich in Richtung Wurfäxte gehen. Die sind sehr interessant, weil die von Positionierungsboni profitieren. Das heißt, man muss mit denen ein bisschen taktisch spielen, damit die wirklich gut sind. Und er hat einen Slot frei, der nimmt unsere Giftgranate mit. Unser Ritter, Theobald Lepreux. Du bekommst ein Schwert und einen Schild. Der Schild macht, dass man blocken kann, also man kann seine Rüstung um eins erhöhen. Wir nehmen das Schwert, da kann er ein bisschen offensiver mit tanken. Dann schauen wir mal weiter. Wen hatten wir noch? Ach, ihn hier. Was wollte ich denn für euch Spannendes machen? Also Set 2 wird bei fast jedem von denen auf jeden Fall die Hellebarde sein. Die ist nämlich gut. Da kann er sich auch Rüstung mit generieren und so. Und ich bin mir nicht sicher, wir könnten dem auch ein Schwert und ein Messer mitgeben. Ich denke, damit wäre der ganz gut aufgestellt. Wobei ich auch gerne Leute hätte, die Äxte benutzen. Reitkolben sind nur zum Tanken und zum Waffen. Doppeldolch wäre natürlich auch ganz nett. Aber ich habe da eine Idee. Ja, ich muss die Waffen nochmal durchgucken. Problem ist halt, die Söldner leveln die Waffen, die die benutzen. Heißt, es ist schwierig, die Waffe bei einem Söldner zu wechseln, weil der sich mit dem Ding halt warm spielt, früher oder später. Das ist hier noch der Unterschied. Der Langdolch gibt halt erhöhte Crit-Chance. Der Schild gibt die Chance, jemanden gegen den Kopf zu schlagen, und der große Schild macht einen ein bisschen langsamer und gibt einem halt den temporären Punkt. Sag Set 2 wird fast immer die Hellebarde sein, denke ich. Damit kann man ein Feld weiter angreifen und durch Gegner durchstechen damit. Und die ist im Endeffekt auch eine defensive Waffe, wenn die das sein muss. Ja, die Jungs sind ausgerüstet. Dann würde ich sagen, legen wir los. Dir fehlt noch was. Fesseln brauchen wir noch nicht in der ersten Mission. Nimm du mal ein Gegengift mit, falls wir eins brauchen. Und Gefährten aussenden. Jetzt müssen wir uns die Zeit vertreiben. 1, 2, da sind sie und los geht's. Wir können jetzt nochmal die Gruppe ansehen, falls wir hier später 3 Gruppen unterwegs haben und da ein bisschen durcheinander kommen, wer gerade wo ist. Aber wir haben ja gerade schon alles gemacht. Da wären wir auch schon. Ist von Anfang an rundenbasiert, also nicht so wie in King Arthur oder sowas, wo wir dann zuerst rumlaufen und gucken müssen. In dem roten Bereich lösen wir die Gegner aus. Wenn ihr mit Alt auf die Gegner drauf geht, bekommt ihr angezeigt, wie weit die laufen und wie viele Aktionspunkte die vor allen Dingen haben. Wir schleichen uns also mal gemütlich an die Jungs hier an. Da ist noch einer, ein Kehlenschlitzer, das ist ein Duelist. Wir haben hier einen Bogenschützen und einen Crusader. Heißt, wir schicken den Crusader in diese Richtung. Den Kerl da rechts wird sich der Bär und seinen Freund schnappen. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen kurz mit dem Bären, weil der auf 2 Feldern steht. Heißt, wenn wir den dahin packen, dann klappt er über. Wir müssen ihn also nach hier stellen. At your service. Wenn die Gegner ausgelöst werden, also wenn die Gegner uns entdecken, funktioniert das wie in XCOM. Heißt, die schauen erschrocken und suchen sich eine Deckungsposition. Wir machen hier Overwatch an, falls sie uns sehen und mit der da wenigstens angeschossen wird. Hier oben sind noch mehr Gegner, ich sehe die roten Punkte. Wir haben auch Nahkampf-Overwatch, der ist aber ein bisschen ranzig. Also wir schicken dich nach hier hinten, damit du den in die Flanke stoßen kannst. Es gibt Positionierungsboni von vorne, von hinten, von der Seite. Da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Wir könnten hier theoretisch gemütlich mit einer Feuerbombe eröffnen. Ich denke, das ist ein bisschen überzogen aktuell. Der macht nichts mehr. Du kannst immer noch, du kannst auf dein Schild klopfen. Ist das nur für nächste Runde oder für diese Runde? Wie funktioniert der Spaß? Ach, der kann immer noch Rüstung wieder regenerieren. Das ist doch nett. So, die müssen sich bewegen, einer von denen. Und irgendeiner wird dann den Overwatch auslösen. So, wir sind aufgeflogen. Beide Overwatches wurden ausgelöst. Der Kerl wurde noch von meinem Bären verprügelt, weil er ein bisschen dappig ist. Na dann, Bär, verpasst dem Typ da einen. Und dann kann unser Armbrustschütze noch auf den schießen, aber nicht von hier, sondern von da. 6 bis 10. 9, ganz großes Kino.
Der Bär kann dann noch weiter zur Bogenschützin von hinten gibt. Lasst mich kurz rüberschauen. 10% Trefferchance und 5% erhöhte Crit-Chance. Ja, sollte wohl so sein. Gut, wir haben ihn hier. Ich habe jetzt keine Axt dabei. Das heißt, ich kann den leider nicht zu mir umdrehen. Das war nämlich der Vorteil von den Äxten gewesen. Wer tötet denn diese Frau da? Wir stellen dich mal hier rein. Du kannst der Armbrust, Naja, wir hätten die, glaube ich, noch darstellen müssen. Man muss direkt dahinter stehen. Ja, jetzt sind es nur 5% Crit. Wir hätten genau dastehen müssen. Das wäre besser gewesen. Das ist jetzt ein bisschen fiddlig so. Nein, trotzdem ganz gut funktioniert. Wie weit läufst du denn? Okay, du kämst bis an die dran. Dann machen wir das doch so am besten. Der steigt da hoch, macht Kampfstil Verteidiger an. Dann versucht er, den Gegner zu taunten. Also, dass der nur noch, genau, verspottet ist. So. Den Verteidigungsmodus lassen wir auch an. 8 Punkte Gesundheit. Wir haben den Dolch. Wir machen extra Schaden von hinten, aber dann kommen wir nicht mehr an die Schützin dran. Und die macht im Zweifelsfall mehr Blödsinn. I was trained for this. Okay. Ja, der kann jetzt dann trotzdem nichts mehr machen. Dann laufen wir nach hier. Denke nicht, dass der sich da wegbewegt. Runde beenden. Wir nehmen dann jetzt Schaden, schätze ich. Ein Schnitt, 5 Punkte Schaden. Fair. Dann müssen wir jetzt noch nicht vorrücken. Wir haben kein Time Limit hier am Laufen. Wir können uns alle Zeit der Welt nehmen, die Jungs hier umzubringen. At a command. So, gibt es einen Execute von hinten, wenn die mit dem Schwert angreifen? Ja, gibt's. Schönes Ding. Wow. Das ist historisch nicht ganz so korrekt, hätte ich spontan mal behauptet. Das war die erste Gruppe Feinde. Dann sammeln wir uns. Schicken einen Scout vor, zu gucken, wie es da vorne aussieht. Noch sehe ich nichts. Wir haben einen Schläger. Okay, wir haben hier einen Streitkolben, das ist ein Duellist. Wir haben noch einen Ritter da. Ja, wir packen sie alle mal nach hier. Wir gucken mal. Wenn die so stehen bleiben, würde ich sagen, wir greifen von links an, damit der Ritter eine Runde lang gar nicht erst mitspielen darf. Ja, kommen wir wieder runter auf alle 4 Füße, bitte. Dann unser Ritter, den heilen wir gleich. Am besten gratis mit unserer Alchemistin. Und der andere darf ihn noch gar nicht. Dann machen wir Runde Ende. Ja, wir kommen hier von links rein. Ich hätte gerne den Bogenschützen dran. Weil der da kommt gerade gut. At your service. Mit dich von links reinschicken, den macht eigentlich keinen Sinn. Wir gehen frontal rein. Doch egal, was soll schon passieren? Bär? At your command. Also ich finde jetzt noch ein paar Gegner, von denen ich vorher nichts wusste. Aktuell sehe ich hier 3 Leute. Den Bogenschützen, den Ritter und den Duellisten. Den Ritter können wir aber rund schicken, solo, oder? Wobei, macht eigentlich auch keinen Sinn. Wir lassen alle direkt von vorne angreifen. Macht uns da gar keinen Stress. Soll sich nochmal buffen. Das sieht er natürlich nicht. Und dich schicken wir auch von hier aus rein. Dann positionieren die Gegner sich hoffentlich wenigstens einigermaßen gut für uns. So, wir können noch unsere gratis Feuerflasche benutzen. Ich schmeiß mal Overwatch an. Ach, wir kriegen den da gar nicht mit rein. Das ist ein bisschen schade. Den hätte ich nämlich eigentlich gern mit drin gehabt. So, der Bär kümmert sich um den Bogenschützen, wenn es soweit ist. Und der Rest verteilt sich irgendwie. Ach, da ist noch ein 4. Shoot. Armbrustschütze. Hey, zieh nur 2 von den Gegnern, weil dann können wir die Sache hier ein bisschen gemütlicher angehen. Oh nein, wir wurden entdeckt. Oh, ihr stellt euch aber gerade nicht besonders gut hin. Also für euch selbst. Na gut, wir haben unsere Feuerflasche. Können wir auf die beiden da werfen? Dann können wir aber selbst nirgendwo mehr hin. Warum hatten die sich mit dem Rücken zu uns gestellt? Ist der durcheinander?
Ich hätte eigentlich zumindest gern eine Einheit an einem von den Fernkämpfern angehabt. Armbrustschütze und Bogenschütze. Das heißt, ich erwarte nicht, dass sie irgendwelche verrückten Sachen auspacken. Na dann, wenn du dich so hinstellst wie ein Vollidiot, dann nehme ich dich doch da gerne beim Wort. Die Feuerflasche, bleibt das Feuer am Boden? This might hurt. Anscheinend. So, der nimmt jetzt. Es bleibt nicht am Boden. Das ist gut. Können wir jetzt hier nämlich rein? Kann der nette Mann Verteidigerhaltung anmachen? Den da taunten. Wobei, wir können eigentlich auch einen von denen töten. Wir müssen jetzt gar nicht so ein Fass aufmachen. Wenn ich die da anschieße, ist sie doch tot. Ja, 4 Punkte Feuerschaden nimmt die ja. Brennt nicht. Warum brennt die nicht? Problematisch. Alles wieder problematisch hier. Gut, jetzt muss die auch nicht mehr brennen. Er hat schon seine Züge gemacht. Na gut, pass auf. Wir schicken den Bären trotzdem durch. Der Vorteil an dem Bär ist, wenn der stirbt oder angeschossen wird, ist uns das erstmal relativ egal, weil der nicht geheilt werden muss zu Hause. Du darfst dich doch noch hinter den stellen. Er ist tot, der ist vergiftet. Gut. Gehst du noch nah? Nee, gehst nicht davon. Ich weiß nicht, ob nicht einer von denen noch irgendwie eine Handgranate oder sowas mit dabei hat. Ich habe da ein bisschen Respekt vor gerade. Ah, das wird ein Crit, huh? Na, nee, Glück gehabt. Vergiftet und... Wollte gerade sagen, vergiftet und Blutung, das könnte ein bisschen hässlich werden. Na gut, heilen wir den netten Kerl. Dann schauen wir, dass wir diese Runde hier rauskommen. Ansonsten wird es potenziell noch teuer. Hat wirklich. Das ist mir ziemlich egal, dass du den Bären angreifst. So, der Bär stellt sich jetzt hinter dich und haut dir ordentlich ein paar auf die Fresse. Beastmaster, kannst du die Lady da hinten irgendwie treffen? Nein. Nicht weiter schlimm. Die da hat nur 10, das kriegst du hin. No mercy. Yep, yep. 90% und weg damit. Das ist doch keine Situation hier. Gut, wir müssen die nicht mehr taunten. Der kann Champion anmachen und 10% mehr Schaden machen. Vielleicht kriegen wir ein Execute. Kriegen wir nicht. Das war's. Morvarax Lösegeld. Gruppe verwalten. Wir müssen Level-Ups kriegen. Hier unten bekommt ihr dann EP für die Waffen. Und hier oben EP für den Söldner. Zurück in die Domäne. Da ist unser nettes Zeug. Someone is playing with us. Hugh wasn't being held there. Hugh. We followed a false trail. Have the English really taken the young Montverac prisoner? For now, we can't give up the search. We'll find his trail eventually and make his abductors pay. So sieht's wohl aus. Haben die Kapelle bekommen. Da muss erstmal niemand rein, weil er niemand tödlichen Schaden genommen hat. Wir schauen mal, wie lange unser Crusader ausfällt. Haben wir eigentlich recht hoch geheilt jetzt gegen Ende. Ah, der fällt erst aus, wenn er wieder zu Hause ist. Okay. Na dann. Level-Ups und so machen wir dann auch nächstes Mal. Beziehungsweise ich mache das dann, weil ich ja die Leute hier dann noch alle umbauen muss. Das war's dann erstmal für die erste Episode. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie lang das Spiel ist, aber ich rechne aktuell so mit 20 bis 30 Stunden, damit ihr euch etwa die Episodenanzahl vorstellen könnt. Episoden fangen bei jedem Kapitel wieder bei 1 an, so wie ich das ja gerne mache, weil ich große Episodenzahlen nicht besonders gut leiden kann. Und dann, danke fürs Zuschauen, liken und abonnieren nicht vergessen, Kanalmitglied werden und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.